es duftet. Die Stängelchen, ein paar Heidelbeerchen, ein leckeres Nacktschneckchen. Bleib schön auf deinem Platz. Und jetzt das Deckelchen. Doch, der Kälte! Mach Feuer, Brummler, ich friere! Was ist los mit dir? Du siehst irgendwie alt aus. Ihr seht auch nicht aus wie die Allerjüngste. Werd nicht frech! Wie lange habe ich geschlafen? Kannst du nicht antworten? Also, morgen wären es 27 Jahre. Was? Hab ich dir nicht befohlen, dass du mich im Frühjahr wecken sollst? Ihr habt nicht gesagt, in welchem Jahr. Und es war auch so schön ruhig hier. Ruhig? Ich zeig dir gleich, was Ruhe ist. Das wirst du mir büßen. Wer hat das hier so zugerichtet? Das war Melusine, die Winzbraut. Sie kann euch nicht leiden und ist hier reingefahren. Verdammtes Luder. Dass das wieder in Ordnung ist, muss ich einen halben Tag herumhexen. Gib mir das Zauberbuch! Hast du es etwa angerührt? Wenn Sie sagen, nicht anrühren, rühre ich es nicht an. Oh! Was ist denn das? Mäuschen! Die Mäuschen haben es gefressen! Keine Ahnung, was es heißt, wenn eine Zauberin ihr Zauberbuch verliert. Dann ist sie aufgeschmissen. Und du lachst mich auch noch aus? Hier wird das Lachen vergehen. Blanca, fertig! Na endlich! Hast du vergessen? Heute ist Finanztag. Hab ich nicht, aber ich muss ausprobieren. Sieh dir das an! Komm, schubs mich! Keine Angst! Gib Schwung! Meine neueste Erfindung! Seid vorsichtig. Noch mehr. Und jetzt aufgepasst. Ich bremse. Oh. Oh. Oh Gott, ist dir was passiert? Mein Knöchel. Ich muss ihn noch ein bisschen abstimmen. Na, lieber nicht. Du und deine Erfindungen. Soll ich den Arzt rufen? Nein, ja nicht. Der König darf doch nicht wie ein Dummkopf dastehen, der von der Schaukel gefallen ist. Komm. Ich habe bereits alles kalkuliert. Die Zwerge haben schon wieder ihre Schuhe durchgelaufen in 7 Tagen. Und ein Geschenk für meine Kammerzofe. Sie wird heiraten. Wenn sie ein paar Tage warten würde, könntet ihr zusammen heiraten. Was meinst du damit? Morgen kommt Prinz Raffri zur Brautwerbung. Ich habe ihn eingeladen. Aber Papa, ich habe ihn doch noch nie im Leben gesehen. So habe ich es seinem Vater versprochen. Damals war ich 2 Jahre alt. Irgend so ein Raffri. Was ist, wenn er ein Zwerg ist oder wie eine Wasserratte aussieht? Sein Vater war sehr hübsch. Übrigens kommt aus dem unteren Königreich Prinz Raffrit als einziger in Frage. Wieso? Weil Prinz Peter aus dem oberen Königreich ein bisschen pfiff ist. Komm! Können Sie mir erklären, Prinz, was das nun wieder sein soll? Eine fantastische Sache. Ich verwandle Taubenmist in Schokolade. Aha. Wenn ein Bauer seinen Taubenschlag ausmistet, duftet es nach Schokolade. Ich bin mit meiner Geduld langsam am Ende. Ich habe Ihrem Vater versprochen, dass ich, wenn ich 20 Jahre alt bin, den Thron übernehme. Aber ich bin Wissenschaftler. Ja, ich weiß. Wissenschaftler, Schachspieler und so weiter. Aber in erster Linie sind Sie der Thronfolger. Das heißt, Sie müssen für Ihr Volk Opfer bringen. Opfere ich mich vielleicht nicht? Obwohl mir davon schlecht wird, krieche ich in den Taubenschlag und hole das Material. Keine Ausflüchte, bitte.
Ich werde den verdienten Ruhestand antreten und Sie übernehmen die Regierung und heiraten eine Prinzessin. Was soll das? Ich will nicht heiraten. Und schon gar keine Prinzessin, weil Prinzessinnen nicht wissenschaftlich denken können. Und ich will nicht regieren. Herein! Prinz Raffried vom unteren Königreich bittet um ein Gespräch. Er soll hereinkommen. Entschuldigen Sie, Onkelchen. Diesen eitlen Laffen kann ich nicht leiden. Ich grüße Sie, Hoheit. Was führt Sie hierher, Prinz? Ich befinde mich in einer schwierigen Lage. Sie müssen mir helfen. Ich habe die Absicht zu heiraten. Prinzessin Blanka ist die Glückliche. Es sieht ganz so aus, als wären Sie von der Schaukel geflogen. Sie sollten das Bett hüten. Wie ich aus den Karten lese, gießt es ohnehin wie aus Eimern. Nee. Morgen kommt der Brautwerber. Ich bereite eine Hochzeit vor, Doktor. Was sagen Sie da? Freuen Sie sich nicht darüber? Überhaupt nicht. Die Karten haben mir geweissagt, an dem Tag, an dem die Prinzessin heiratet, wird mich die Köchin abschlachten wie eine Gans. Was glauben Sie? Den Karten glaube ich. Sie brauchen nur hinauszuschauen. In den Bergen tobt ein Unwetter. Wirklich? Sie wissen ja, Bälle, Turniere. Ich musste die Kronjuwelen verpfänden. Prinzessin Blanka ist eine hervorragende Partie. Sie erbt einen Zauberbeutel. Ich muss einen guten Eindruck auf Sie machen. Sie wollen sich also mit fremden Federn schmücken? Ach, ich will Ihnen nur Ihre Juwelen zeigen, dann bringe ich Sie auch gleich zurück. Über Ihre Prinzessin muss ich mich aber sehr wundern. Als wir verlobt wurden, war sie 2 Jahre alt. Wir kennen uns noch gar nicht. Also von mir aus, ich werde Ihnen die Juwelen borgen. Sie werden es nicht bereuen. Leg Holz nach! Es ist hundekalt! Ihr könnt euch ein Pelz hier zaubern, wenn ihr Hexe seid. Kusch! Erst muss ich dafür sorgen, dass es mir nicht auf den Kopf regnet. Das kostet mich einen Haufen Dukaten. Hier, das haben die Mäuse übrig gelassen. Das hat ihnen nicht geschmeckt. Da ist mir einmal die Galle drüber gelaufen. Was steht da geschrieben? Eine Anleitung zur Verwandlung in eine Harke, in ein Pferd, eine Gans. Und für das Einfrieren eines Menschen. Daran kann ich mich sowieso erinnern. Und was noch? Die Verwandlung in eine Ziege und eine schöne Frau. Das geht auch ohne diese Zauberworte. Aber es macht Arbeit. Was soll's? Ich will nicht schön sein, ich brauche Dukaten. Bring mir die Kugel! Zeige du, die Hexen kann. Wie komme ich schnell an Gold heran? Oh, ein fremder Schatz. Gold. Pass doch auf! Schubst du mich? Oje. Sehr unpraktisch, eine runde Kugel. Eine eckige kann nicht wegrollen. Ruhe jetzt! Oder soll ich dich in eine Harke verwandeln? Und steht hier auch, wie man das wieder wegzaubert? Ja, natürlich. Und jetzt halt endlich das Maul! Sie bekommen es spätestens übermorgen zurück. Wenn ich heirate und den Zauberbeutel habe, werde ich weit und breit der reichste Mann sein. Welch edelmütiges Ziel, Prinz. Ah, was treibt Ihr braver Forscher? Er forscht und forscht. Man sieht ihn nie auf der Jagd. Als wäre er gar kein Edelmann. Seien Sie unbesorgt. Die Juwelen wird mein Spucki hüten. Und der kann sehr böse werden. Wenn der rasend wird, dann knurrt und beißt er. Den komme ich lieber nicht in die Quere. Dann versuchen Sie es woanders. Blöde Kugel, zeigt mir an, wo ich leichter klauen kann. Was soll das wieder sein? Was hat er gesagt? Weiß ich doch nicht. Sie brauchen eine andere Kugel, eine sprechende. Red kein Blödsinn. Hier bin ich genau an der richtigen Adresse. Diesen Beutel habe ich doch schon gehört. Der schüttet Dukaten aus, so viel du willst. Da
Das ist es, was ich brauche. Ich kann einfach nicht begreifen, warum du diese wichtige Formel nicht auswendig lernen kannst. Ich lerne vor dem Schlafengehen. Und dann schlafe ich immer ein. Warum vertraust du den Ring nicht mir an? Ich lerne das Zauberwort auswendig und kümmere mich allein um die Finanzen. Ich frage mich, wer sowas wohl verfügt hat. Dein Urgroßvater. Krähen sollen wir noch morgens, nicht wahr? Verrückter Hahn. Ja, ja, wie der Herr so's Geschirr. Nicht schauen. Sie hat den Schlüssel in die Vase gesteckt. Und extra für mich hat der alte Trottel das Schloss geschmiert. Heute Nacht wird dieser Beutel mir gehören. Melusine, die Windsbraut. Jetzt willst du unseren König auch noch bestehlen. Dem werde ich es aber verraten. Du abscheuliche Hexe, du! Das wird dir nicht gelingen. Du verfluchtes Luder! Die ist wirklich dreist. Und was soll ich jetzt? Du, pass dir auf! Und was soll ich essen? Oh ja! Melusine! Der wollte ich schon lange mal einen Denkzettel verpassen. Ja, da will ich gerne zu Diensten sein. Sie hat mir unlängst erst eine Regenwolke nachgetrieben und mir fast die Lebensflamme ausgelöscht. Sie ist schon unterwegs zum Schloss. Ihr müsst sie einholen. Regnet es auch nicht? Es hat aufgehört. Zuerst werde ich sie ein wenig würgen. Und dann schmiede ich sie im Schornstein an. Dann werde ich sie ganz langsam braten. Verlustiert euch nicht zu lange. Das Beste ist, sie gleich zu verbrennen. Ach was, sie soll nicht verbrennen. Ich werde sie ganz langsam rösten. Und vielleicht bringe ich euch ein geröstetes Schenkelchen. Melusine ist im Kamin. Das kann ja eine Nacht werden. Der Kaminkehrer wird schon Bescheid wissen. Wenn du das Geld gezählt hast, bring es mir her. Verdammt! So eine blöden Besen habe ich meinen Lebtag nicht gesehen. Langsamer jetzt! Herrgott! Alles in Ordnung. Warum ziehst du denn die Weckmaschine auf? Wir dürfen nicht verschlafen. Raffried kommt morgen. Ach ja, stimmt. So, gute Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht, Blanke. Gute Nacht. Sollten wir das Geld da nicht lieber verstecken? Bei uns wird doch nichts gestohlen. Verdammt! Nimm deine kalten Pfoten weg und sorgen. Hey, verfluchtes Blechmaul! Suchst du die Melusine? Das ist gut, sonst können wir nicht schlafen. Sie heult so seltsam. Vielleicht hat sie sich in unserem Kamin verirrt und findet nicht mehr heraus. Wahrscheinlich. Gute Nacht. Dir recht, Melusine. Dich hält der Herr der Flammen fest und ich hab den Wunderbeutel.
Hey, du? Was tust du denn hier? Ich klaue, du Dummkopf. Ich werde die Wache rufen. Ich lasse dich durchsuchen. Dann werde ich dich eben in eine Harke verwandeln. Abracadabra, Harke, selbige Wix. Kannst du nicht langsam fallen? Flickster, alter, rachsüchtiger, kriegst eins ab! Hast du Hunger? Nur keine Angst. Ich mach aus dir eine Ziege. Dann melke ich dich und wir haben beide Milch. Jetzt noch ein paar Fledermauskrallen. Ah, mit Regenwasser begießen. Gleich trinkst du was? Dann wirst du eine schöne Ziege. Das Schloss der mächtigen Irrfriede wird bald in altem Glanz erstrahlen. Das stinkt. Siehst du? Gleich kriegen wir einen Haufen Dukaten. Die Beule, habt ihr euch geschlagen? Morgen gehst du einkaufen. Ja. Du kaufst einen Truthahn und 5 Fasane. Und geräucherten Schweinefuß. Los, 100 Dukaten. Ach was, was sind schon 100 Dukaten? Was ist Dukaten? Verstehst du nicht? Mit eigenen Augen habe ich doch gesehen. Dieser Alte hat irgendwas geflüstert. Vielleicht ein Zauberwort. Und da war noch dieser Ring. Du bist zwar blöd, vielleicht hast du recht. Beim Satan, der Ring muss her! Wie soll das gehen? Ich setze meine Schönheit ein. Na, dann wird es uns ja bald gut gehen. Werd nicht unverschämt. Ich verwandle mich in eine schöne Frau und dann hole ich im Schloss den Ring. Das macht allerdings Arbeit. Du holst jetzt 6 tote Fliegen und einen Eimer voll Schlamm und 9 Krähenaugen. Und richte den Waschtrog her. Und beeil dich, damit der Schlamm bis morgen hart wird. Die Sonne ist schon da. Halt mir das Papier vor die Augen. Abracadabra, verwandle mich in eine schöne Frau, Zebedee Biggs. Au! Pass doch auf! Herrje, wie wunderschön ihr jetzt seid. Wie habt ihr das gemacht? Steht auf. Die Beule ist ja immer noch da. Ach, weißt du, die Beule wird mir zu dem Ring verhelfen. Und ich? Könnt ihr mich nicht auch verzaubern? Bitte. Bist du verrückt? Solche Ohren kann man nur abschneiden. Ich hab noch eine bessere Idee. Setz dir das auf, damit sich niemand vor dir fürchten muss. So, jetzt brauche ich nur noch ein Pferd. Ich will kein Pferd sein. Ich kann doch gar nicht wehren. Ach, du doch nicht. Stell das Fangeisen auf, damit uns keiner ausraubt. Und trag die Katze raus. Miez, miez. Verwandlung miez, miez. In ein Pferd. Abracadabra, ein Pferd. Sebedee Biggs. Mauen Sie, ja, brav. Seine Hoheit, Prinz Raffrit. Ich hab's geahnt.
frischer Kerl, Hoheit. Ich grüße Sie, Prinzessin Blanka. Ich Sie auch, Prinz. Wo ist seine Hoheit, der König? Wahrscheinlich schläft er noch. Das finde ich nicht gerade sehr höflich. Da kommt der zukünftige Schwiegersohn und der Schwiegervater ziert sich. Hat er etwa Flöhe? Wer, mein königlicher Vater? Nein, ich meine die da. Ich mag keine Katzen. Wenn ich hier König bin, dulde ich keine Katzen. Noch sind Sie hier nicht König. Ich bin ja schließlich hier, um diesem Zustand abzuhelfen. Ich will Ihnen das Verlobungsgeschenk zeigen. Es sind erlesene Kleinodien. So etwas haben Sie noch nie gesehen. Komm, Spooky, zeig sie ihr. Ich bin ja schon wach. Mein Gott, Raffred. Eierchen. Hier wäre es richtig. Oh, Hoheit! Was war das? Das war der Bettverleger, Hoheit. Ach so. Oh, Wache! Diebstahl! Gestatten Sie mir eine Frage, Prinz. Spielen Sie Schach? Meinen Sie vielleicht das Kinderspiel mit diesen kleinen Holzpüppchen? Ich bevorzuge männliche Spiele. Wie die Hetzjagd, Turniere, Fechte. Oh, tja. Sie haben gerade meinen Urgroßvater aufgeschlitzt. Ja, das, naja. Übrigens, ich liebe Schach. Ein wahrhaft königliches Spiel. Diebstahl! Verbrecher! Man hat uns den Wunderbeutel gestohlen! Ja, das ist... Prinz Raffried, Papa. Gerade rechtzeitig. Lieber Prinz, wer könnte uns sonst helfen? Ich wollte der Prinzessin gerade sagen, dass ich Order habe, sofort nach Hause zurückzukehren. Und außerdem... Wer hat unseren Großvater zerschnitten? Prinz Raffried. Außerdem, Prinzessin, langweilt mich Schach zu Tode. Aber unser Abkommen, Prinz? Naja, ich persönlich, ich habe kein Abkommen getroffen. Spooky, wir gehen. Verstehst du das, Blankerlein? Vollkommen, Papa. Vollkommen. Aua! Sakra! Spooky, schaff das Ding hier weg! Vorsicht! Die Prinzessin ist unmöglich. Räumt die Harke nicht weg und ist bettelarm. Das ist vielleicht eine Familie. Komm schon, Spooky. Ich tue, was jetzt ich kann. Wir müssen wieder Steuern einführen. Die Zwerge müssen barfuß gehen. Und Dob ist keine reiche Braut mehr. Dann wird mich wenigstens niemand wegen des Geldes heiraten wollen. Wie dein Raffried. Gestatten Sie, Hoheit. Die Melusine heult immer noch. Was macht der Kaminkehrer? Der Herr der Flammen ist zum Kamin hereingeflogen. Das wird der Kaminkehrer nicht überleben. Ein Schlag nach dem anderen. Wer uns hilft, kriegt eine Belohnung. In Ordnung, Prinz. Es hat aber nichts genützt. Ich verstehe. Die Prinzessin ist wahrscheinlich ein kluges Mädchen. Ach, woher? Ich konnte mich gerade noch herausreden. Stellen Sie sich vor, jemand hat Ihnen den Wunderbeutel gestohlen und ohne den sind Sie bettelarm. Hätten Sie auch nur einen Funken Ehre im Leib, würden Sie dem König Hilfe anbieten. Doch ich sehe, Sie sind nichts weiter als ein elender Schacherer. Das geht so weit, was erlauben Sie sich eigentlich? Ich spreche nie wieder ein Wort mit Ihnen. Ich zeige König Johannes, dass es noch ehrbare Edelleute gibt.
Ich biete ihm meine Hilfe an. Ich finde den Dieb und sorge für seine gerechte Bestrafung. Und ich werde inkognito auftreten. Aber Sie, Sie haben Ihre Ehre und Ihr Wappen beschmutzt. Prinz, was wagt er? Sehen Sie, nur ein bescheidener Forscher und doch jeder Zoll ein Edelmann. Und nun gehen Sie. Ich soll... Verstehe. Spooky, wir gehen. Johann? Jawohl, mein Prinz. Ich brauche einfache Kleidung und ein Pferd. Jawohl, mein Prinz. Meine Herrschaften, kommen Sie zu uns. Lassen Sie sich die Zukunft aus der Hand lesen. Kommen Sie her, meine Damen und Herren. Haben Sie keine Angst. Es wird Ihnen nichts passieren. Lassen Sie sich von dieser osmanischen Hellseherin die Zukunft aus der Hand lesen. Gute Pilze, Zauberpilze. Jeder Dieb kann dadurch entlarvt werden. Hey, Oma, was ist das für ein Trick, den du da hast? Hä? Ah, du kannst es ja mal ausprobieren, dann wirst du schon sehen, du Halunke. Komm her, Oma, komm. Du brauchst keine Angst zu haben. Hier, die Zukunft aus der Hand, liest sie. Gib her. Oh, deine Hand liest sich offenes Buch. Kann ich lesen? Gute Neuigkeit. Dauert sich kein Jahr, dann bist du ein Adlig. Was denn wirklich? Jesus, die alte Kollon trifft der Schlag. Oh, du Dieb, du Elender, dir werde ich's zeigen. Und dir genauso. Du Schuft! An alle Bürger! Aus dem königlichen Schloss wurde der Wunderbeutel gestohlen. Der Segen unseres Königreiches. Wer den Beutel wiederfindet, bekommt die schöne Prinzessin Blanka zur Frau. Und er darf sich um die Krone bewerben. Hört ihr, der Beutel ist weg. Das hat uns der Teufel eingebracht. Ja. Jetzt müssen wir Steuern zahlen. Hast du das mit dem Beutel gehört? Ich habe eine Idee. Komm. Schon wieder? Sag mal, wie konntest du nur? Was denn, Blankelein? Das weißt du ganz genau. Mich auf dem Markt anzubieten wie ein Schaf. Ich will doch nur einen jungen König für das Land und einen Ehemann für dich. Aber wenn dir der Gedanke an die Hochzeit nicht gefällt, dann... Da hast du ganz recht. Einen, der meinen Uropa durchbohrt, mag ich nicht. Schätze schon, wer heiratet denn heutzutage schon ohne Mitgift? Jetzt, wo man uns den Geldbeutel geraubt hat. Das war keine Sandbank. Sie sind auf den Zwerg getreten. Dieser verdammte Spooky ist überall im Weg. Ich werde ihn bestrafen. Hoheit, er spuckt so viel Wasser. Diebe! Diebe, Sie stehlen unsere Pferde! Und ausgerechnet mein Pferd und meine allerbesten Kleider! Wenn wir den Beutel gefunden haben, dann heirate ich die Prinzessin. Wieso du? Die passt viel besser zu mir. Und wenn ich die Prinzessin geheiratet habe, dann mache ich dich... dann mache ich dich zum Feenhäuptling. Kommt nicht in Frage. Wenn du die Prinzessin hast, werde ich Verwalter des Beutels. Das ist gut. Ja. In den königlichen Kaminen foltern der Herr der Flammen und die Windsbraut, die Melusine. Die mutigsten der Kaminkehrergilde werden dazu aufgerufen, sich mit ihnen im Kampf zu messen. Der Sieger wird zum neuen Kaminkehrer des Schlosses ernannt. Königlicher Kaminkehrer. Der leichteste Weg ins Schloss führt durch den Kamin. Ein Kostümverleih. Komm. Das sitzt ja wie angegossen, Hoheit. Dieser gestiefelte Kater war letztes Jahr die Krönung des Hofballs. Einen kleinen Augenblick. Verzeihung, sofort.
So. Pardon. Was ist? Nur einen Augenblick noch. Nun, wie fühlt sich unser kleines Fliegenpilzlein? Das drückt. Oh, da müssen wir nur das kleine Knöpfchen öffnen und schon fühlt sich der Herr freier. Ja. Oh je, grünes Wasser. Ein richtiges Pfützchen. Macht das nichts. Brauche ich nicht. Wie Sie meinen, Hoheit. Für dich. Oh, meinen ergebensten Dank. Na gut, irgendwie werden wir schon nach Hause kommen. Spooky, wir gehen. Komm. Ich komme schon. Der Herr ist zwar klein, aber dafür äußerst hitzig. Ach, und womit kann ich dem jungen Herrn... Ich möchte irgendetwas... Ja, bitte. Irgendetwas ganz Gewöhnliches. Verstehe. Wie wäre es mit diesem sehr ulkigen Wassermann? Nein, das vielleicht. Oh, aber das wird dem Herrn nicht so gut stehen. Machen Sie schon. Ich bin in eile. Ja, sehr gern. Ihr Angebot, den Beutel zu suchen, begrüße ich. Augenblick. Haben die Herren Referenzen? Aber ich bitte Sie, Prinzessin, die Mondbrosche des Grafen von Susabek, die haben wir in acht Tagen aufgespürt. Und in nur 3 Tagen haben wir dem Henker den Dieb, der die Haut der weißen Schlange dem Herrscher der Baschibosuken gestohlen hatte, ausgeliefert. Naja, das weiß ja jeder von uns. Ja. Die Belohnung steht fest. Mein Wort gilt. Willst du mich etwa diesen... Blanka, Blankerlein, bleib doch mein Engelchen. Die Herren meinen es gut, bleib doch. Du hast recht, die passt besser zu dir. Du die Prinzessin und ich den Beutel. Nee, Quatsch, wir lassen es so, wie es war. Du die Prinzessin, ich den Beutel. So, meine Herren. Wir fangen sofort mit der Suche an, eure Hoheit. Ist etwas passiert, Hoheit? Ich beneide dich. Du heiratest aus Liebe. Immer diese Melusine. Die ganze Nacht hat sie mich nicht schlafen lassen. Sag mal, Betty, weißt du, wo meine Miezi ist? Den ganzen Morgen suche ich sie schon. Nein, leider nicht, Hoheit. Wohin willst du? Du kommst nach mir. Kaminkehrer! Ich war der Erste. Geht weg hier! Wir warten schon seit heute Morgen. Ruhe! Zuerst hier. Wie der Fall unseres verschwundenen Kaminkehrers gezeigt hat, ist das Labyrinth der vielen Schlosskamine äußerst lebensgefährlich. Ich weiß nicht, ob das für mich richtig ist. Wer nicht mit einem Kompass umgehen kann, der wird sich verlaufen und wird den Herrn der Flammen niemals bezwingen. Also, wer kann das? Ich habe in meinem Leben einen Kompass in der Hand gehabt. Ich. Du? Mhm. Dann komm mit mir. Die anderen können gehen. Irgend so ein Zugewanderter. Ich habe sowieso keine Lust gehabt, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Zuerst treibst du den Herrn der Flammen aus und dann die Melusine. Die ganze Nacht tobt sie hier herum. Ah ja, und wie stellst du... Dafür bist du Kaminkehrer. Also los. Und wie soll ich... Meinen ehrerbietigsten Gruß. Wen darf ich melden? Hoheit. Jede Einzelheit ist wichtig. Was haben Sie gestern Abend gegessen? Ich glaube, meine Herren, ich bin der geschickteste König von der ganzen Welt. Ja? Unerwarteter Besuch ist da, eure Hoheit. Frau Irfriede aus Irfriedland. Sind Sie willkommen, gnädige Frau? Majestät werden verzeihen, dass ich hier so eindringlich in Ihrem Schloss erscheine. Aber ich bin eine schwache Frau in Not und brauche Behilflichkeit. Ich sehe, Sie sind verletzt. Den Arzt! Der Arzt soll kommen! Trinken Sie das. Es wird Ihnen gut tun. Was ist passiert? Wir wurden von Räubern überfallen. Und einer von den Mist... von diesen Taugenichtsen hat mich hier oben verbeult. Räuber auf meinem Gebiet? Ich schicke das Militär aus. Der Hofarzt.
Hier! Nun, da wächst uns ja ein richtiges Horn. Ist sie vielleicht eine Ziege? Unser Arzt sprach gern. Gestern hat er angedeutet, dass er von unserer Köchin wie eine Gans geschlachtet wird. Ich werde die Verletzung genau beobachten, aber jetzt muss ich gehen. Ich habe keine Zeit. Ich muss forschen. Etwas sonderlich, aber ein ausgezeichneter Fachmann. Er sieht in das Innere des Menschen hinein, würde ich sagen. Sie sind wirklich eine reizende und mutige Frau, Madame. Ich habe stets gehört, dass Sie ein sehr weiser Herrscher sein sollen. Jetzt sehe ich aber auch, dass Sie ein echter Kavalier sind. Sie werden sicher müde sein und Sie werden jetzt Ihren Schlaf brauchen. Eure Hoheit, ein heißes Bad ist für Sie zubereitet. Meine edle Damen haben den Vortritt. Soll mich waschen? Sieht so aus. Und wahrscheinlich im Wasser. Ja. Was machst du hier, dummes Ding? Der Dieb muss doch gewusst haben, wo ich den Schlüssel versteckt habe. Und du selbst weißt doch am besten, dass der Beutel ohne das Zauberwort gar keinen Wert hat. Was meinst du, Blanca? Dass nur du den Geldbeutel verstecken konntest. Warum sollte ich das tun? Damit du mich verheiraten kannst. Jemand muss doch das Königreich übernehmen. Du musst dich konzentrieren. Schach ist ein königliches Spiel. Der neue Kaminkehrer hat schon angefangen. Aber worüber lacht er dort? Wahrscheinlich heizt er dem Herrn der Flamme ganz schön ein. Jedenfalls nicht der Bäcker. Lass die dummen Späße. Ich vertreibe den Herrn der Flamme und die Melusine. Also der neue Kaminkehrer. Wo hast du sie gefunden? Auf dem Dach. Sie hat vor Angst gezittert. Früher war sie mal weiß. Das weiß ich. Bis ich sie geholt habe. Durch den Kamin natürlich. Na, Mizi? Du gehst also auf die Dächer, hm? Naja, ich bedanke mich für Mizi. Aber das nächste Mal kommst du besser durch die Türe. Ja, dann suche ich jetzt am besten weiter nach der Melusine. Das glaube ich auch. Mhm. Und könnt ihr sie endlich aus dem Kamin jagen? Ich kann nicht schlafen. Mhm. Ich habe mir erlaubt, einen Zug für sie zu machen. Der Schachmatt bedeutet. Der Kaminkehrer? Jesus Maria. Bitte sehr. So warmes Baden gar nicht schlecht. Fertig? Oh. Schon wieder dieses verfluchte Wasser. Noch nicht gereicht? Oh. Dann lassen Sie das Ganze noch mal!
Du hattest wohl große Sehnsucht nach mir. So, Mädchen, genug. Endlich sind wir den Ruß wieder los. Lass bitte mein Bad vorbereiten, ja? Also Kaminkehrer. Der Herr der Flammen. Ja! Hier mit ihm kämpfen? Er sieht fesch aus. Er macht nur so viel Schmutz. Also schick die Mädchen wieder rein. Ich gehe und hol sie. Ich lasse das Bad vorbereiten. Möchtest du dich nicht entschuldigen? Eigentlich wollte ich das Wasser. Es sollte ihn doch... Es hat den Anschein, als hättest du es mit Absicht. Nein, nein. Sowas könnte ich nie tun. Ich weiß schon, wie ich ihn kriege. Er ist schon dort. Wer? Der König natürlich. Er wollte gleich nach mir baden. Du musst dich ranschleichen. Der Ring liegt bestimmt auf dem Tischchen neben der Wanne. Jetzt mach schon. Herrje, seid ihr eine schöne Prinzessin? Was willst du hier? Ich habe hier eine goldene Spange verloren. Mein Diener sollte sie holen. Entschuldige dich. Ich bitte sehr um Ihre Entschuldigung. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin Frau Irfriede aus dem Irfriedland. Ich bin Gästin seiner königlichen Hoheit. Verschwinde! Sie hatte überhaupt keine Spange. Du vermasselst alles. Ich werf dich raus. Wenn die Prinzessin doch so schön ist. Da hast du deine Prinzessin. Was ist denn hier los? Er hat manchmal die Fallsucht. Aber das gibt sich wieder. Waren Sie mit dem Bad zufrieden, geehrte Frau Irfriede? Sie haben wundervolles Wasser. Es ist sogar warm. Die Vorrichtung habe ich selbst erfunden. Das ist erstaunlich. Sie sind nicht nur ein bedeutender Herrscher, Sie sind ja auch ein Erfinderling. Wissen Sie, wie viele Ideen hinter dieser Stirn verborgen sind? Ach, ich bin entzückt, Hoheit. Der Kaminkehrer jagt die Melusine und den Herrn der Flammen. Bis dann. Bis dann. Hast du gehört? Wenn der die Melusine befreit, wird sie uns verraten. Dann müssen wir verduften. Etwa ohne den Ring? Niemals. Du bist ja sehr mutig, aber das wird dein Ende sein. So hab ich dich. Rein mit dir. Ein fescher Kerl. Ja. Gleich hab ich dich. Komm her, mein Kleiner. Ich hab dich nicht schon. Wenn ich dich rasten wie ein Spanferkel. Ja.
Du hörst also nicht auf. Ich weiß nicht. Es ist seine Schuld. Raus, sofort! Betty, das Wasser läuft aus. Prinzessin, hier. Schnell das Badetuch. Kommt. Ich brauche das da. Ist dir das Wasser ausgegangen? Noch ein Weilchen? Und dann wirst du geröstet. So! Steig drauf, schnell! Verzeihung, Hoheit. Jetzt springt runter, schnell. Danke. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich wundere mich, warum wir das tun. Zeig mal. Du hast dich ja verbrannt. Schnell, Seim und Binden. Jetzt nicht. Ich muss schnell aufs Dach. Das sieht mir ganz so aus wie eine typische... Sie sind doch sicher auf eine Harke getreten. Sie sind wohl mehr Schogge. Na. Au! Es brennt, Mistkalle Elende! Na, hören Sie mal! Wenn Sie eine Edelfrau sein wollen, bin ich ein siebenköpfiger Drache! Ich lasse mich nicht beleidigen von so einem Flegel! Das sage ich seiner Hoheit! Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Und was ist das hier? Leg das wieder hin. Einen kleinen Moment. Leg es zurück. Das sieht mir ganz aus wie ein Rezept. Abracadabra, eine Gans. Sebette Peaks. Das hast du davon, Doktor. Komm her. Du wirst mich nicht mehr verraten. Hoffentlich landest du bald in der Pfanne. Lauf, husch. Platz nicht so blöd! Der Kaminkehrer hat es geschafft. Er ist ein tüchtiger Kerl. Endlich ist Ruhe im Schloss. Was ist das? Du gehörst auf die Weide. Oder in den Topf. Kümmere dich darum. Ja, Hoheit. So. Die böse Zauberhexe Elfriede. Autsch! Sicher hat sie den Beutel irgendwo bei sich in den Bergen versteckt. Sie hat einen komischen Diener. Er heißt Brummler. Brummler? Oh. Ich werde nie vergessen, dass du mir geholfen hast. Wenn du irgendwann an einen anderen Ort ein musst, trage ich dich hin. Du musst nur nach mir pfeifen, hörst du so? Ich ahne, dass wir hier den Beutel finden werden. Schau mal, so wohnt eine Prinzessin. Schönes Viertel. Was wollt ihr denn hier? Wir? Wir suchen, wie uns seine Hoheit beauftragt hat. Raus hier, aber ganz schnell. Wir haben uns vielleicht ein bisschen geirrt. Das kann ja jedem mal passieren. Es wundert mich nur, dass Vater sie nicht endlich rausschmeißt. Seine Majestät ist sehr zufrieden mit dir. Und du könntest morgen gleich dort weitermachen. Aber ich muss morgen unbedingt für einen Tag in die Berge fahren. Oh, zu Hause deinen Erfolg vermelden. Ja, Herr Hofmeister. Ich sehe, dass du dir die Hände sehr verbrannt hast. Du hast deine Sache gut gemacht, also geh. Vielen Dank, Herr Hofmeister. Kaminkehrer. Was ist? Die Prinzessin will dich sehen. Jetzt gleich. Aber schrub dich zuerst noch.
herein. Zeig mal deine Hände. Du musst mir etwas erklären. Ja, Hoheit? Wie ist es möglich, dass du auf meinem Schachbrett diesen Zug gemacht hast? Na ja, weil ich mir eben dachte, dass es der beste ist. Seit wann spielen Kaminkehrer Schach? Das ist so, Hoheit. Die Kamine rauchen oft. Auch in den Schachsalons. Und so habe ich durch meinen Beruf... Danke. Du hast also das Schachspielen beim Kaminkehren gelernt? Ja, das kann man so sagen. Und was hast du dir da sonst noch abgeschaut? Eigentlich nichts weiter. Also Kaminkehrer. Kamine führen öfter auch in Musiksalons. Aber jetzt muss ich gehen. Prinzessin, erlauben? Na, Mizi? Und was hast du im Kamin gelernt? Hm? Um das Schloss herum gibt es wirklich herrliche Wälder. Morgen reiten wir aus. Dann zeige ich Ihnen wunderschöne Ecken. Es freut mich zu hören, dass du jemanden zum Ausreiten gefunden hast. Sonst hattest du damit doch große Schwierigkeiten. Psst, diese Dame ist... Ich hatte bereits die Ehre. Im Bad. Ich wollte dir empfehlen, die beiden Kundschafter rauszuschmeißen. Sie sind Dummköpfe. Wer fahndet dann nach dem Beutel? Na, die zwei bestimmt nicht. Wo ist denn der Doktor? Der ist doch sonst immer der Erste. Vielleicht hat er keinen Hunger. Ich übrigens auch nicht. Ein sehr schlagfertiges Mädchen. Manchmal zu sehr. Manchmal kommt es gar zu einem Streit. Dann sehnt man sich nach einer verständnisvollen Seele. Oh, mein Herz spürt Verständlichkeit mit Ihnen, Hoheit. Das ist ja ein wundervoller Ring. Ja, er könnte auch als Verlobungsring dienen. Jetzt zum Abendbrot. Erst ein Toast. Der Alte ist schon weich gekocht. Und was gab es zum Nachtessen? Du denkst nur ans Essen. Ruhig! War die schöne Prinzessin da? Die treibe ich dir noch aus. Ausgezeichnet, Kaminkehrer. Du hast die böse Melusine verjagt. Ausgezeichnet. Komm, Brummler. Brummler! Halt! Wohin willst du? Ich muss zum König. Ich habe ihm etwas Wichtiges. Jetzt will sich auch noch der Kaminkehrer beim König einschleichen. Hey, verschwinde! Urfone replato bine. Nein. Sami bunedo. Geht die Schufterei wieder los. Für mich nicht. Für mich ist das hier schon zu Ende. Hier. Packt ihn! Hey, was soll das? Was erlaubst du dir? Was ist los? Das weißt du genau. Herr Regent! Herr Regent! Nachricht von Prinz Peter!
Diebstahl des Beutels geklärt. Kehre bald nach Hause zurück, Prinz Peter. Da sieht man wieder, dass er ein kluger Kopf ist. Den Dieb in so kurzer Zeit in den Kerker zu bringen. Hast du Masern gehabt? Aber natürlich. Ich fische. Hört auf damit! Du bist der Einzige, der den Ring des Königs stehlen konnte. Warum gerade ich? Du kriegst durch alle Kamine. Du hast Zutritt zu allen Räumen. Sie beleidigen mich. Jetzt werd nicht noch frech. Wir kriegen das schon aus dem raus. Wo hat's denn hier die Folterkammer? Schönes Kämmerchen hier. Lass das sein, das ist nix. Das ist interessant hier. Ah, jetzt verstehe ich, wie das geht. Hier stellen wir ihn rein. Ja, und dann von oben? Oh, oh, was war das? Verdammt! Geh raus, ich bin fest! Ja, oh. Dann verdammt! Hey! Oh, ich bin raus hier mal auf! Oh, verdammt, verdammt, verdammt! Raus hier! Ja, komm, was da? Au, Papa, halt das Ding an! Ich kann doch nicht. Ich bin gefesselt. Komm zurück! Nein! Warum sollte ausgerechnet der Kaminkehrer deinen Ring stehlen? Was, wenn es der Doktor war, der ja, wie man sagt, verschwunden ist? Ich wette, es war der Kaminkehrer. Ach, das glaube ich nicht. Er ist ein ehrlicher Mensch. Du brauchst ihm nur mal in die Augen zu schauen. Was hast du einem Kaminkehrer in die Augen zu schauen? Na, er hat mir vom Dach meine Miezi zurückgebracht. Und jetzt will man ihn foltern. Foltern? Foltern? Das hat schon mein Opa abgeschafft. Das lasse ich nicht zu. Was machst du? Wer bist du? Der Kaminkehrer. Der Gefolterte? Aha. Hast du meinen Ring gestohlen? Auf meine Ehre. Ehrenwort, nein. Ich möchte dir glauben, aber ich kann dich nicht befreien, solange der Ring noch nicht gefunden ist, ja? Und was macht ihr? Sprecht? Nix weiter, Hoheit. Nix. Ah, ja. Oh. Blöde Folter, habe ich noch nie gesehen. So ein dummes Vieh. Sie will sich schlachten lassen. Komm, meine Kleine. Die Großmutter behauptet, mit ihren Pilzen kann man jeden Dieb entlaufen. Und woran erkennt man das, Oma? Sofort, auf einen Blick, Mädchen. Aber der Zauber ist zu Ende, sobald der Hahn kräht. Das könnte uns helfen. Versuchen Sie es, Hoheit. Oh, weh. Das ist die alte vom Hahn. Probiert es doch. Schnell weg hier. Oh, oh. Die Pilze werden heute Abend die Vorspeise sein. Ja? Hast du es gehört? Vergelt's dir Gott, Mädchen. Vergelt's dir Gott. Danke. Falls der Dieb noch im Schloss ist, wird er versuchen, die Pilze zu tauschen. Also Vorsicht. Aha. Die Pilze geben die uns bestimmt zum Abendbrot. Oh, ich mag Pilze. Mann, Triffi! Hast du die Alte nicht gehört? Die Pilze verraten, wer ein Dieb ist. Triffi, ich... Ja? Das trifft genau uns. Oh ja. Und jetzt? Ich habe eine Idee. Wir gehen Pilze pflücken. Komm. Komm her, die Pilze, komm, los! Pilze? Ich habe eine Gans erwartet. Wir müssen sparen. Immerhin wurde uns der Wunderbeutel gestohlen. Sind sie das? Es sind die richtigen, Hoheit. Haben alle etwas bekommen? Die Kammerdiener, die Wachen? Natürlich, Herr Hofmeister. Und vergiss den im Kerker nicht. Mhm. Solche Pilze esse ich nicht. Das wirst du müssen. Befehl des Königs. Mach schon. Du hast die Pilze nicht vertauscht. Du blöder Büffel. Doch,
Oh, mit diesen Krallen kann man sich nicht mal zuknöpfen. Ein klarer Beweis, Hoheit. Wie soll ich damit essen? Ihr denkt immer nur ans Essen. Ich muss das loswerden. Hol ein Hackmesser. Ein Hackmesser? Geh endlich! Nun zeig mal her, Kaminkehrer. Was zeigen? Was soll ich zeigen? Geh an deine Arbeit zurück. Na, geh schon. Eure Hoheit sieht aus, als wäre ihr ein Stein vom Herzen gefallen. Meinen Sie? Guten Morgen. Ich habe überaus interessante Neuigkeiten. Warum trägst du denn noch dein Nachtkleid? Ach, ich habe heute keine Lust, mich anzuziehen. Hast du keine Lust, oder... Kannst du nicht? Wer würde das schon glauben? Pilze. Siehst du? Das kommt davon, weil du immer meine Bonbons klaust. Der neue Kaminkehrer. Der ist ehrlicher als du. Ach, schon wieder der verrückte Hahn. Ist schon mit... Keine Bonbons mehr. Ich schwöre. Hack sie endlich ab, verflucht! Was soll ich denn abhacken? Kannst du mir das erklären? Vielleicht habt ihr heute Essig getrunken. Bist du schon wieder hier? Was ist... Du bist also der Dieb. Wie hast du das geschafft? Geh schon. Na, warte, Irrfriede. Hatte Krallen wie ein Faultier, stimmt's? Das ist kein Beweis. Vielleicht hat sie als Kind Rosinen aus den Stollen gestohlen. Und was ist mit den beiden Spitzeln? Jagen Sie sie weg. Oh, Moment mal, so geht das aber nicht, ja? Vielleicht haben sie ja als Jungs Kirschen aus Nachbars Garten geklaut. Wenn du mit einem Maß misst, musst du auch Irrfriede wegjagen. Frau Irrfriede ist eine vornehme Dame, das erkenne ich. Siehst du, Mietzi, unser König ist verrückt geworden. Was geschieht nun mit den beiden, Hoheit? Rausschmeißen! Blöder Hund, schmeißt uns vor Mittagessen raus. Und diese... gnädige Blöde da, die behält er sich im Haus, der alte Verrückte, der... Das mit den Pilzen, das war sicher irgend so ein Bluff. Wieso Bluff? Mit diesen Krallen hättet ihr mir fast die Augen ausgekratzt. Irgendwer hat den Ring geklaut, wenn ich bloß wüsste, wer. Da ist jemand. Komm. Dort ist er. Profune Replato. Der Kaminkehrer ist. Tami Bonedo. Das reicht erstmal für heute. Mein Beutel und den Ring. Der hat sich ja mein Versteck ausgeraubt. Am besten gehen wir hin und schauen nach. Ich gehe hin, du bewachst ihn. Wenn er dir entwischt, werfe ich dich raus. Schnell. Meine Irrfriede. Wo sind Sie gewesen? Mir ist gerade eingefallen, dass mein Pferd da steht. Ich reite ein wenig. Schade, dass es meine Regierungspflicht nicht erlaubt. Es tut mir auch sehr leid. Ade.
Bis bald. Ich bitte dich, schnell. Wir müssen der Elfriede hinterher. Du kannst mir den Buckel raufsteigen. Aber du hast mir versprochen... Ich flieg dich hin. Steig nur auf. Ach so. Oh, jetzt bin ich arbeitslos. Puh. Was spukst du hier herum, du Miststück? Den Beutel hier bestimmt irgendwo. Aber beeil dich. Sie wird bald hier sein. Und sei vorsichtig. Mhm. Viel Glück. Vielen Dank auch. Es tut mir leid, Hoheit, aber der Diener der Frau Elfriede hat Beutel und Ring in der Hand des Kaminkehrers gesehen. Ist das wahr? Ja, aber ich bin nicht mehr ihr Diener. Ich möchte jetzt der Prinzessin dienen. Lassen wir das. Na, siehst du? Der Kaminkehrer. Erst hat er den Beutel gestohlen und jetzt auch noch den Ring. Nun lacht er über uns. Das glaube ich nicht. Dein ehrlicher Mensch. Halt! Steh still. Ich verwandle dich zurück. Ja, Abracadabra, sei wieder Katze. Sebe de Pit. Besen sind viel schneller. Ja, hier ist es. Was hatte der verfluchte Kaminkehrer nur in der Hand? Bleib, wo du bist. Her mit dem Beutel. Kaminkehrer. Hol ihn dir. Und jetzt raus mit der Sprache. Wo hast du den Ring? Das sage ich nicht. Du wirst es sagen. Nein, niemals. Dir ist wohl nicht klar, wer ich bin. Die Zauberhexe Elfriede. Dann sieh dir mein wahres Gesicht an. Abracadabra, wie der Eis! Seh bitte Pix! No. Also, wo ist der Ring versteckt? Nur. Ja. Ich kann dich nicht verstehen. Sag, wo der Ring ist und du bist frei. Oder du bleibst so für alle Zeiten. Die dritte Rüstung auf dem langen Korridor. Siehst du, wie schön das geht? Ich fliege hin und hol den Ring. Du wartest, bis ich zurück bin. Weinen, Hoheit. Alles wird wieder gut. Du hast gut reden. Du bist von keinem enttäuscht. Aber es war doch nur der Kaminkehrer. Kaminkehrer oder Prinz? Das ist doch unwichtig.
Ich bin auch enttäuscht. Ich habe bei einer garstigen und bösen Zauberin gedient. Sag mal, was redest du da? Es ist wirklich wahr. Und jetzt werde ich sie verraten. Diese Frau, Irfriede, sie ist eine Hexe. Das kann doch nicht wahr sein. Halt! Halt! Sofort stehen bleiben! Halt! Halt! Sie war es. Sie hat euren Wunderbeutel gestohlen. Halt! Haltet und nun will sie auch noch den Ring. Haltet sie! Hinterher! Halt! Stehen bleiben! Hörst du nicht? Stehen bleiben! Stopp, was nicht entkommen! Haltet sie, Sieben! Haltet sie fest! Schneller, haltet sie! Sie entkommt uns! Lass mich leer! Hier ist der Ring, Hoheit. Was ist denn hier los? Es scheint Frau Irfriede zu sein, eure Hoheit. Deine Frau Irfriede. Das muss ein Missverständnis sein, gnädige Frau. Lass mich in Ruhe, du alter Trottel. Und dir werde ich was erzählen, du Missgeburt. Du hast den Kaminkehrer entwischen lassen. Aber Frau Irfriede. Das Papierchen ist im Ärmel. Das Papier. Gib's her. Hörst du nicht? Gib's zurück, sofort gibst es zurück, Rümmler. Gib's her. Jetzt passt gut auf, Prinzessin. Abracadabra, verwandelt euch. Hör auf! Wieder zurück, Sebetefix! So ist das also. Wir haben dich entlarvt. Ja, du alter Trottel, du hast jemanden entlarvt. Wenn der junge Kaminkehrer nicht wäre, könntet ihr alle in die Röhre gucken. Und der da wäre auf ewig eine Harke. Du warst also der verfluchte Rechen. Ich habe dich getreten und du hast mich geschlagen. Ich habe noch mehrere verhauen, eure Hoheit. Jeder hat was draufgekriegt, der es verdient hat. Seht mal, was ich gefunden habe. Wollte wegfliegen. Das ist ihr fliegender Besen. Und mich hat sie auch manchmal damit verbläut. Wenn sie fliegen wollte, ja, hat sie sich so draufgesetzt und zum Fenster raus. Wie viele Male ist sie irgendwo die ganze Nacht umhergeflogen und erst am Morgen zurück. Du hast dich also in eine alte Hexe verliebt, Papa. Wer konnte das ahnen? Sie hat mir eine Falle gestellt. Die Alte wird sich verantworten müssen. Ich werde sie bestrafen, streng. Wo ist sie? Sie ist abgehauen. Wo ist sie? Verfluchter Mist. Herr Gott. Ich verstehe das immer noch nicht ganz. Also nochmal. Die Gans hat Alarm geschlagen und dank ihres Schnatterns hat man das Weib gefasst. Das ist ja matt. Das war ein königlicher Zug. Wer hat dir denn das beigebracht? Du wirst dich wundern. Der neue Kaminkehrer. Der Kaminkehrer? Wenn du gesehen hättest, wie er mit dem Herrn der Flammen gekämpft hat. Er hat uns von Melusine befreit und er hat Irfriede entlarvt. Er hat sogar unseren Beutel und den Ring gerettet. Und jetzt ist er selbst verschollen. Was hast du denn? Blankerlein. Wenn er am Leben wäre, dann würde er sich zeigen. Sicherlich hatte Frau Irfriede, die schreckliche Hexe, ihn auf dem Gewissen. Brummler! Brummler, steh auf! Prinzessin! Schnell, komm, du musst mich führen, schnell! Ah!
Wunderbeutel habe ich nicht. Und den Ring auch nicht. Und auch keinen Diener mehr. Du wirst jetzt mein neuer Diener sein. So. Und jetzt bereite ich sofort eine furchtbare Rache vor. Wo treibst du dich denn rum? Marsch, zurück in die Herde. Kommt, Prinzessin, los, kommt. Da vorne ist es schon. Kommt, so kommt doch. Kaminkehrer. Ja, Friede, Eis. Brummler, dein Papier, schnell! Das habe ich vergessen. Unter dem Strohsack. Ich muss etwas ausprobieren. Dreh dich um, ja? Blanke. Kaminkehrer. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich nochmal erfrieren müsste. Musst du nicht. Du hast also den Wohlstand unseres Königreichs gerettet. Und als Belohnung... Wo habe ich denn... Tja. Ach, hier. Sie hatten die Hand der Prinzessin versprochen, Hoheit. Ich habe nie daran gedacht, dass irgendein Kaminkehrer... Gilt Ihr königliches Wort gar nicht? Mein letztes königliches Wort. Die Prinzessin heiratet keinen Kaminkehrer. Aber Kaminkehrer bringen Glück. Blankelein, jetzt ist Schluss. Ich will aber nicht, dass mich wieder nur jemand wegen meines Geldes heiraten will. Ich will aus Liebe heiraten. Schon genug. Hier hast du deine Belohnung, Kaminkehrer. Das ist eigentlich eher ein Andenken. Dann nehmen Sie doch auch ein Andenken von mir. Tja, das ist... Peter der Dritte. Du hast also gelogen. Das musste ich doch. Wie hätte ich sonst den Beutel finden können? Dann heiratest du halt einen Prinzen. Wird also doch Hochzeit gefeiert? Ich freue mich schon so drauf. Moment. Irgendjemand hat gesagt, dass er sich auf die Hochzeit der Prinzessin gar nicht freut. Wer war das? Der Doktor. Er hat gesagt, dass man ihn wie eine Gans schlachten wird. Irfriede hat hier unlängst eine Gans zur Tür hinausgeworfen. Zum Abendessen gibt's Gans. Brummler, folge mir! Dein Papier! Halt! Um Gottes Willen, halt! Brummler, leg los! Abracadabra, verwandle dich! Zurück! Seh bitte, Bix! Ja, leg das Messer weg! Das war höchste Zeit, Hoheit. Es hätte ja auch schief gehen können. Behandelt man so einen Doktor, das ist ja ein Skandal. Wer konnte das wissen?
Ich laufe hier rum wie ein Verrückter, flattere wie wild mit den Flügeln, schnattere im ganzen Schloss herum. Warum hat denn das keiner kapiert? Aber ruhig, Doktor. Fragen Sie lieber Ihre Karten, wie viele Hochzeitsgäste kommen werden. Und mit dem Beutel werden wir sparsam umgehen. Auch ein König soll nicht des Geldes wegen geliebt werden. Du hast ein kluges Köpfchen. Ich glaube, es wird mir hier sehr gefallen.